Ja, herzlich willkommen bei Ubi Testet. Heute habe ich für euch mitgebracht das meistverkaufte Auto in Deutschland. Nein, es ist nicht der VW Golf, es ist die Renault Zoe, und zwar wenn es um Elektrofahrzeuge geht. Ja, die Renault Zoe ist tatsächlich das erfolgreichste Fahrzeug, was wir hier in Deutschland haben. Und jetzt kommt es mit einem neuen starken Elektromotor. Den schauen wir uns jetzt an. Wir sind rund um den Nürburgring in der wunderschönen Eifel unterwegs mit der neuen Renault Zoe bzw. mit dem neuen Antrieb der Renault Zoe. Dieser leistet jetzt 109 PS in der Maximalleistung. Die Dauerleistung liegt bei 73 PS, weshalb er auch nur mit dieser Leistung angegeben ist. Nichtsdestotrotz merkt man, dass die Zoe mit diesem Motor sehr, sehr schön harmoniert und auch echt einen wirklichen Mehrwert bietet. Denn die Kraft ist deutlich besser zu nutzen und es schafft auch diesen rund 1,6 Tonnen schweren Kleinwagen. Das muss man auch sehen, das ist schon ordentliche Hausnummer, die man sonst aus der Mittelklasse kennt, hier ordentlich gut vorwärts zu schicken. Die Beschleunigungswerte sind auch wesentlich besser laut Papier. So sind es im Durchzug 2 Sekunden, wenn man den Renault-Leuten und ihren Werksangaben Glauben schenken darf, dass die neue Zoe mit diesem Motor schneller ist als mit dem 90 PS Antrieb, den sie ersetzt. Ja, was muss man sonst sagen? Hier in Bergen, in diesem wirklichen Auf- und Abtal rund um die Eifel, in der Eifel, muss man ganz klar sagen, da passt der Antrieb perfekt. Die Leistung ist super vorhanden. Er zieht sehr gut in, selbst an großen Steigungen hinauf. Der Verbrauch liegt hier bei flotter Fahrweise natürlich bei rund 17 Kilowattstunden. Ansonsten das übliche Fahrverhalten der Renault Zoe. Sehr neutral, dank niedrigem Schwerpunkt, liegt sie gut auf der Straße, unter Steuerneigung wirklich nur, wenn man es übertreibt. Und ansonsten gibt es hier gar nichts zu meckern. Wer eine Renault Zoe schon gefahren hat, wird sich hier auch sofort zurechtfinden. Neu jetzt ist tatsächlich eine Anbindung von Android Auto. Apple CarPlay gibt es leider weiterhin noch nicht, da muss man immer noch ein wenig hoffen, dass es tatsächlich mal nachgeliefert wird. Ansonsten gibt es alles, was man sonst so haben möchte. Mit dieser Limited-Ausstattung ist auch alles an erdenklichem Luxus hier verbaut. Vom Bose Soundsystem über das Navigationssystem mit R-Link-Technik, eine Klimaautomatik mit einer integrierten elektrischen Standheizung. Wirklich schöne Polster, wir haben Leichtmetallräder, also alles, was es gibt mit Rückfahrkamera, Einparkhilfe und so weiter. Der Preis ist natürlich immer so eine Geschichte. Wir liegen hier bei sage und schreibe, ich muss selber mal ganz kurz gucken, 30.500 Euro in der gefahrenen Variante hier. Das ist natürlich eine Hausnummer, aber 30.500 Euro sind hier für ein wirklich gut abgestimmtes Fahrzeug nicht verkehrt angelegt. Ja, die Renault Zoe mit dem neuen 109 PS starken Elektromotor macht ihre Sache wirklich gut. Sie kommt genau dem nach, was sie will. Ein starkes, kleines Elektroauto für die Stadt. Ja, ambitionierte Preise, ganz klar, 30.000 Euro, aber andere Elektroautos bewegen sich auch in ähnlicher Region oder sind sogar deutlich teurer. Die Renault Zoe kann sogar mit einem Batteriepack geleast werden, wo man monatlich was abzahlt, oder man kauft den Akku dazu. Deswegen, das ist dann etwas teurer, rund 8.000 Euro reden wir hier davon. Nichtsdestotrotz
macht die neue Zoe mit diesem Motor wirklich viel Sinn. Der Motor hat genau dann Kraft, wenn man sie mal braucht. Gerade an Steigungen, wer ein bisschen im Bergischen wohnt, wie hier in der Eifel, der wird sich an diesem Motor wirklich erfreuen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir den Daumen nach oben da lasst, ein Abo und die Glocke, damit wir uns als nächstes auch wiedersehen. Ja, tschüss und Servus aus der Eifel, sagt der Ui.